Oh, da ist eine Möhre. Vor allem, du kannst ja deine Wände, wenn du den Hammer hast, kannst du ja auch noch auf Metall aufwerten. Damit die Schwere reinkommt? Obwohl, die gehen ja nicht durch Wände, oder? Ja, aber sie machen ja alles kaputt. Machen sie das? Ja. Ja, die müssen erstmal rankommen, dass sie was kaputt machen können. Ja. Komm doch mal ran hier. Versuch's doch mal. Oh, hallo Ching. Komm doch mal ran, mein lieber Junge, komm doch mal ran, ich bin noch hier. Nein, ich will aber nicht zu dir. Weil da ist so viel Getier. Ja. Und das mögen wir nicht. Ach so, stimmt, und Raske sagt gerade, die können auch Granaten werfen. Tun das sie können auch wir auch, wenn wir sie haben, oder? Ja. Ich will doch nur an dir vorbei. Warte dann. Komm, ich schleiche mich hier rum, du darum. Jawohl. Chicken ist in the house. Chicken ist in the house. Uns hat auch wieder 5 Leben. Cool. Läuft. Oh, aber Kisten habe ich hier drüben auch noch keine gesehen. Okay. Noch nicht. Nur ich habe noch keinen einzigen Nagel gefunden. Ja, irgendwie ist gerade mal ist so richtig viel und im nächsten Moment dann wieder so. Sind meistens die Holzkisten, wo dann die Nägel mit drin sind. Ja. Komm, knurr, du Wolf, du. Komm. Ja. Ich glaube, in die Richtung müsste ich, damit ich da die andere Base, glaube ich, finde. Ich muss mal gucken, wo die nochmal liegt. Okay. Ja, geh da hinten nochmal schnüffeln, da sind ja auch Kisten und so. Ja, jetzt hatte ich den Wolf nicht richtig mit der Schrotflinte getroffen. Jetzt musste ich 2-mal schießen. Aber ich lebe noch. Okay. Und brauche keinen Verband. Hey. Läuft. Und das Blut wäscht sich von alleine hier weg. Sehr schön. So muss das. Also das am Boden. Es versickert und dann wachsen die Pflanzen besser. Wir sollten öfters Tiere töten, ne? Ja. Theoretisch. Hasen habe ich aber jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ach nee, die Base war da hinten auf der anderen Seite. Ich bin ja ganz am anderen A. Ja, du bist am anderen A der Welt, genau. Ja, weil das war ja gar nicht. Hier hinten, da muss ich ja hin. Gott. Ja, okay. Einmal um den. Ah, da hat ein Hase die Löffel oben. Ich sehe ihn doch. Magst du bitte hier bleiben und dich abschießen dann? Ja. Ja, er hat gewollt. Sehr schön. Braves Häschen. Und wir machen es ja hier alles nur für den Selbsterhaltungstrieb. Nicht für irgendwie Kommerz oder so. Wir machen das ja alles hier nur für unseren Fleischgenuss und alles so, damit wir überleben. Genau. So, also wir können es rechtfertigen. Ja, wir brauchen nochmal die Proteine. Ja, genau. Und die Stoffe. Bis wir es eines Tages alles haben und dann brauchen wir auch keine Tiere mehr. Also töten. Nee, die wirst du hier immer. Nö. In dem Spiel. Nö. Das kriegt man schon anders hin. Vielleicht. Keine Ahnung. Angeln. Ach, hier war der Zaun. Ja gut, ist ja nichts anderes so gesehen. Fleisch ist Fleisch, egal ob es Fisch oder Fleisch ist, aber... Genau. Das ist ja immer das, was ich so interessant finde. So reden sich ja die Vegetarier dann immer raus. Ja, ist doch kein Fleisch. Also töte ich doch kein Tier. Nein, stimmt, Fische sind keine Tiere. Nein, auf gar keinen Fall sind Fische Tiere. Yes. Verkorkste Welt. Nein, sind Fische. Ja. Sind ihre eigene Lebensart. So. Ja, man muss sich das immer bloß schönreden in die Richtung, wie man es braucht. Dann ist das, glaube ich, kein Problem. Okay, also Erz war hier keins drauf. Das Holz hatte ich noch nicht. Holz. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Hier könntest du auch jeden Tag eine andere Base
Base machen, Base übernehmen und wenn du dann mit den letzten durch bist, fängst du bei der ersten wieder an. Ja, wenn du genug Munition hast, ist das, glaube ich, kein Problem. Ich schieß mit Luft und Liebe. Und triffst dabei nichts. Okay, verstehe, verstehe. Ja, ja, kenne ich. Ja. Die Felsen haben alle kein Erz hier und hier habe ich doch noch nie was abgeerntet. Das ist interessant. Die Jäger nehmen uns das Erz weg. Wir müssen sie töten. Das ist schon Rechtfertigung von... darum. Oh, was bist du da unten? Ach, ein Wolf, okay. So wie Mario redet, kommen die dem Vegetarier die Urin... Was? An die Urinstinkte durch. Nicht Urin. Die Urininstinkte? Ja. Ja, Revier markiert, genau. Wieso? Ja, ich meine, im realen Leben bin ich vegan, mich ernährend. Aber in-game, wenn du keine andere Chance hast, dann machst du es halt so und das gehört halt zum Spiel dazu, fertig. Fußtrider. Pfui, ja. Oh doch, das wird hier die Megabase, ja. Hier hinten. Oh ja, das wird die Megabase. Ach du Heiliger, ja. Ach du Heiliges Blechle? Ja, du Heiliges Blechle. Okay. Home sweet home. Gott, oh Gott. Schade. Konntet ihr die nicht einfach am Wasser bauen? Nein, das ging nicht. Das konnten wir nicht machen. Na, dann müssen wir die einmal in die Luft sprengen. Dann hoffen, dass sie beim nächsten Mal am Wasser baut. Okay, gut. Okay. Aber auch der BKE-Brecher, der wird lange dauern, bis wir den haben. Und der braucht auch verdammt viele Ressourcen. Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir. Schlachten. Essen. Das Huhn ist tot. Lang lebe das Huhn. So, Wasser raus. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fettschmelzer. Läuft. Das läuft. Das ist gut. Ja. Das da oben ist auch gut. Sehr schön. Schmeißen wir das Wasser rein. Und hier den Samen. Jawohl. Sauber, sauber. Ja, der Bär ist wieder sauber. Ja, 1A gesäubert. 1A. Ach, du stehst, da steht ja auch ein Bär. Hallo? Bin ich gerade in der Bärenlandschaft? Der wartet auf dich. Sah aus wie der Altbau. Ja, das sah aus wie ein Altbau. Okay. Für mich gibt es keine neuen Bauten, weißt du, die mich entfernen lassen. Okay. Okay. Ach, wir können nebenbei schon mal wieder ein paar Tauwerke machen. Ja. Das braucht man hier nicht. Jetzt passt. Ach kommt, ihr Kartoffeln, ihr guckt doch schon raus, ihr müsstet doch schon längst durch sein hier. Also ich habe noch nie einen von diesem neuen Baustil, der Jäger, hatte ich ja noch nichts bekommen, weil das war ja nach meiner Zeit, als das Update kam. Ich bin selber gespannt, wie das aussieht. Ich habe die noch nie gesehen. Ja. Wir werden gespannt sein. Die eine kleine Base, die wir jetzt angegriffen hatten, die sah für mich auch wie früher aus. Okay, ja gut, vielleicht hat sich da noch nichts geändert. Noch nicht. Ach, gibt es von Megabase neu aus? Bitte was? Beete kannst du verschieben, aber ich glaube nicht. Doch, du kannst die verschieben, auch wenn angepflanzt ist, aber du hast dann wahrscheinlich noch einen Bug drin, als der nicht behoben wurde.
Ich habe einen Bug drin, der nicht behoben wurde. Also ja, die ganzen Pflanzen, die nämlich am Wachsen waren, die sind noch da, wo sie standen. Und das Beet ist aber schon verrutscht. Ah, okay. Okay. Und beim nächsten Einlocken ist dann alles wieder in Ordnung. Okay, na dann. Dann mache ich so, wie ich es geplant habe. Ich ernte es erst alles ab und schieb's dann halt hoch. Ja. Dann dürfte ich den Bug vielleicht umgehen können. Vielleicht. Ah, guck mal. Nächster Stoff. Stoff. Okay, da geht's schon mit Baumwolle los. Das braucht Baumwolle, Okay. Gut. Dann gebe ich dir mal 6 Stoff rüber. Dann kannst du dir eine mittelschwere Hose basteln. Eine mittelschwere Hose, okay. Ja. Da ist ja noch gar nichts drin hier. Genau, ich pack die mal da rein. Ach, guck mal, du hast jetzt 12 Stoff drin sogar. Ja, ich habe meins immer bloß reingetan, weil ich noch nicht. Weil das kann ich halt nicht vorbereiten, weil da braucht man immer die alte Hose. Ah, okay. Aber dann könntest du theoretisch ein mittelschweres Oberteil und die Hose machen. Okay. Stoff ist dann genug da. Mal BKE. Ach nee, muss ich ja nicht in die BKE. Klamotten. Was soll ich machen? Mittelschwere Hose. Okay, genau. Und 6 Leder. Das mittelschwere Oberteil. Ah, okay. Machen wir erstmal die Hose. Mittelschwere Hose. Ah, okay, Heiko sagt, der Bug ist nicht mehr. Okay. Guck mal, an solchen Sachen kann ich mich noch erinnern, ne? Ist das nicht toll? Ah, da brauche ich bloß 5 Leder dann dafür. Zerstörst du kleine Basen, könnten später größere entstehen. Okay. Ah. Okay. Auf wie hoch die Chance ist, ist nicht bekannt. Naja, bis wir soweit sind. Ja, das stimmt. Das Wichtigste ist ja jetzt erstmal auf den Winter vorbereiten. Ja, das ist korrekt. Tomaten, 2 Karotten noch. Dann kann ich das hoch verpflanzen. Aber es ist alles bei 100% gerade. Der Wolf zwischen deiner und meiner Base im Wald. Die Baumwolle, die du dir erntest, die packst du bei dir in die Kiste rein, ne? Wenn ich mal, ja, dann ja. Okay, weil dann gucke ich nämlich hin und wieder da mal rein. Ja, wir haben halt schon lange keine mehr gefunden. Das heißt, aktuell nur die angebaut ist quasi. Mhm. Ja, das ist klar. Das ist halt übersichtlich. Aber es ist ja schon Juli, das heißt, geht bald, ich denke mal, September geht der Herbst dann los. Ja, September, Oktober so, ne? Ja. Also, sieht doch gut aus. So, das war die Asche. Und jetzt können wir schon das mittelschwere Oberteil herstellen. Sehr schön, dann haben wir also mittelschwere Hose, mittelschweres Oberteil und die Schuhe. Schön. Das ist gut. Dennis ist neu, habe nie eine kleine zerstört und es war immer dieselbe wieder da, außer der Neubau und ich habe viele zerstört. naja, wahrscheinlich ist es auch so eine Lottochance, ne? Also so 1 zu 1 Million. Ja. 1000 Mal zerstört. 1000 Mal ist nichts passiert. Genau. Genau. So, Fleisch hat er keins vergessen. Das passt also, weil immer noch seine Feldflasche drauf ist. Das ist in Ordnung. Das darf so sein. Ist I.O. Oh, ich sollte mir ein paar Schrotflinten machen. Patronenhülsen, Schießpulver. Patronenhülsen und Schießpulver, ja. Oh, Kisten. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Patronenhülsen, na immerhin. Das ist doch schon mal gut.
Und Hülsen kann man an der Werkbank dann herstellen, richtig? Ja. Auch okay, das Schießpulver. Kannst du auch. Stimmt, das ist ja Schießpulver. Ja, Schießpulver habe ich noch 105 hier in der Kiste drin. Also das ist scheinbar gerade ganz gut noch. Aber ich glaube, wenn ich mich erinnere, brauchst du für das eine sehr viel Asche und noch irgend so ein weißes Zeug. Migrat oder so? Das weiß ich gerade nicht. Und für das andere brauchst du Erze. Okay. Warum wackelt der Busch denn hier? Und das war gar nicht mal so wenig Asche. Ja gut, wenn wir genug Öfen hätten, wäre es ja kein Problem. Ja. Noch ist es das... Oh, da ist eine Kiste. Ich bräuchte bei mir nur einen Ofen stehen haben. Ja, das mache ich sowieso später. Bei mir stelle ich später auch dann wieder zwei Öfen hin. Und dann gucke ich, dass ich die durchgängig befeuert bekomme. Weil du brauchst deine Asche immer zum Düngern. Genau. Ganz genau. Jawohl, da kenne ich nichts. Alles meine. Ja, ja. Naja, das kenne ich schon, das Spielchen. So, Wolf, du stehst äußerst ungünstig. Da ist nämlich eine Kiste an, die wollte ich gerne. Aber... Ich möchte eigentlich ungern meine Munition jetzt verschwenden. Geh mal irgendwo in den Wald jetzt hier. Nee, nicht zur Strider's Base. Falsche Richtung. Ja, 22 Nägel habe ich gefunden. Juhu. Ah, okay. Hatte ich nicht die Falle gerade hingestellt? Okay. Ein Pfeil, eine Patrone. Das passt doch. Was tut man nicht alles für Kisten hier? Wölfe töten. Das die noch nicht mal Fleisch, Leder hergeben. Ah, yeah. So, gib mir die Kiste. Da sind immerhin 4 Nägel drin gewesen. Jawohl. So, zum Wasser... Oh, das windelt heute wieder. Windelig, windelig, windelig. Oh, ich habe jetzt 3 Kleintierfallen hier draußen stehen. Die eigentlich dafür sorgen, dass hier mal viel, viel kommt. Okay. Würde ich hoffen. Ja. Ja. Du konzentrierst dich jetzt nebenbei so ein bisschen mit auf den Kühlschrank, ne? Genau, naja, ich lasse den Massenspeicher hochgehen. Dann habe ich ja nur 1000, dann brauche ich nochmal 200. Bist du das am anderen Ufer? Ja. Bei dem Wolf? Okay, gut. Ja, dann ist gut. Genau, und dann muss ich aber noch einen Massenspeicher, muss ich auf jeden Fall noch machen. Einen Stromspeicher, weil ich ja 1200 brauche. Mhm. Das heißt, der reicht ja so nicht für den Kühlschrank herstellen. Aber ja. Und einen Massenspeicher muss ich auch noch herstellen. Ja. Den Massenspeicher könnte ich jetzt schon. Noch drei Metall und 6 elektronische. 1, 4, 5, 6. So, jetzt elektronische. Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Ja, der Metallschrott wird langsam weniger. Massenspeicher. So, den stelle ich einfach jetzt her schon mal. Ja, genau. Schön. Schön. Oh, keine Ausdauer mehr? Ach so, Essen. Okay. Ja, Obst und Gemüse bin ich jetzt gut, aber Fleisch. Ja, Fleisch ist kein Problem, Fleisch haben wir da. Ja. Das ist inzwischen das kleinste. Ach so, ich sollte es vielleicht auf den Grill tun. Aber das ist kein Problem. Da läuft gerade wieder ein fettes Steak durch. Ja, ich bringe ja auch wieder neues Fleisch mit. Ja.
da weg. Pack mal da hin. So, Massespeicher. Mhm. Also in 2 Jahren habe ich dann mal den Sektor im Lotto gewonnen und dann haben wir aus einer kleinen Base eine mittelgroße Base gemacht. Ja, okay. Oh, ich glaube, da war was in deiner Falle. Ich habe da was klacken gehört. Okay. Ich will bloß das Fundament noch setzen. Komm. Jawohl. Wir nähern uns der Mitte des Sees. So, nochmal eine Zwiebelsaat. Fett. Halb gar. Fleisch mal reintun. Oh, kein Platz mehr. Du kannst das Fleisch auch direkt in den linken... Ah, warte mal, das esse ich und dann habe ich da Platz. Okay, gut. Ach, da habe ich schon wieder was hier. Einmal Fleisch läuft auf, also Steak läuft gerade noch durch. Mhm. Oh, das sieht da aus wie... Wenn du gerade haben willst, die Tomate ist gerade fertig. Nee, Obst habe ich. Okay. Habe ich diesmal sehr viel tatsächlich gefunden. Es ist ein lebendiger Hase. Huhu. Auf das Steak passe ich kurz auf, weil das esse ich dann, ne? Ja, genau. Genau. Das darfst du gerne tun. Dann tun wir 12 rein wieder und dann schieben wir das wieder zurück. Zack. Zack. Ja, das. Da ist drin, da ist drin. Ja, guck mal, 2 Erdbeeren und eine Karotte habe ich noch bei mir drin. Ja, ist gut. Ne, dann kann ich das nehmen zum Saar machen und hochpacken. Dann ist das sehr schön. Hm. Komm, Karotten, ihr müsst ein bisschen zügig machen. Die Kartoffeln sind ja vor euch noch fertig. Massespeicher aufstellen. Komm, du liebes Steak, komm. Kann ich den da drunter stellen? Ja, ja, das passt sogar. Cool. Platzsparend gearbeitet. Da kann ich hier noch einen Massespeicher, noch einen Stromspeicher später daneben stellen. Passt. So, okay. Also Kaninchen und Hühnerfleisch hast du auch noch hier ordentlich drin. Ah, okay, ja dann. Gleich noch was zu tun dann wieder. Noch was hier rein? Genau. Oh, Heilkräuter, über 500 das Deck. Boah. Ja, deshalb mache ich gerade viele Fallen. Mhm. Damit ich, also 3 habe ich jetzt gemacht, sagen viele ist relativ. Damit ich die schneller immer befüllen kann. Und ich brauche ja immer 12 von diesen Heilkräutern. Mhm. Ich muss auch mal kurz gucken, was ich bei mir machen könnte, um meinen Strom auch mal zu benutzen. Benutzt den Strom. Ja, wenn du mir ein Gewehr machen willst, kannst du mir ein Gewehr machen. Bin ich auch flexibel. Achso, ein Gewehr. Ja, ich habe ja nur eine Schrotflinte, habe ich ja gesagt. Ja. Ich habe Pistole und Schrotflinte und du hast mal gesagt, man braucht aber alles. Mhm. Ja gut, dafür brauche ich aber keinen Strom. Ja, muss ich dann... So, stimmt, okay. Ja. Aber während du dich auf den Kühlschrank konzentrierst, könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich versuche mal den Herd herzustellen. Aber der braucht doch auch wahrscheinlich dann Generator und Zeugs, oder? Genau, der braucht 1000 Strom und 150 Masse und das hätte ich ja schon zur Verfügung. Ach also, so, okay, ja, dann. Beziehungsweise, ich muss jetzt noch gucken, dass ich dann 6 Eisenbahnen mache. Mhm. Oder wäre der schon mal dann auch mit da? Windräder? Da... Windräder. Erstmal das Solarding aufstellen, bevor wir Windräder machen, oder? Eisenbahnen waren aus Eisenerz und Kupfer. Ah, das müsste schon. Ah, hier ist wieder ein Kupfer. Das kann ich gleich mitbringen. Ja, okay. Ja, dann lasse ich nochmal genau die Raffinerie ordentlich durchziehen. Ja, du musst halt gucken, ich tue die Erze nur bei dir rein, aber was du da jetzt brauchst gerade für die und die Sache, das machst du selber. Ja, ja, das mache ich, das mache ich. Allein schon wegen dem Strom und allem. Ja,